Bastelzeit. Heute soll es mit dem Ding hier weitergehen, meine Tischmultimeter. Da hatte ich vor ein paar Folgen ja gezeigt, dass ich mir so einen günstigen GPIB auf USB-Adapter besorgt habe, womit ich das Ding theoretisch auslesen kann. Und ja, die Theorie wollen wir dann heute mal ein bisschen praktischer machen, indem ich eine entsprechende Software schreibe, die in der Lage ist, mit dem Messgerät zu kommunizieren. Und hier im Video zeige ich dann mal, wie ich so vorgegangen bin, um das entsprechend ans Laufen zu bekommen, und das lässt sich dann eventuell ja auch auf andere Geräte wieder anwenden. Kurz nochmal Rückblick auf das, was wir beim letzten Mal gesehen hatten. Wir haben gesehen, dass wir im Prinzip kommunizieren können, und er stellt gegenüber dem PC eine ja, virtuelle serielle Schnittstelle bereit. Das heißt, das ist die, die wir jetzt auch in unserer Software nutzen wollen. Softwareseitig benutze ich hier als Sprache diesmal Python. Das ist zwar nicht unbedingt die schönste Sprache, weil es immer wieder Probleme mit Updates gibt, aber sie ist halt auf den meisten Systemen verfügbar und es ist eine Skriptsprache, man muss es nicht kompilieren oder so. Das macht es ein bisschen angenehmer bei hier sowas, wo man Sachen ausprobiert. Also, wir wissen schon mal, wir wollen seriell und der Code dazu, der erste, der kann dann zum Beispiel so aussehen. Wir machen erstmal ein Import Serial. Damit importieren wir entsprechend die Funktionen für seriell. Das klappt nicht zwingend bei jedem System. Da müsst ihr gucken. Das Projekt heißt PySerial, ist nicht immer vorinstalliert. Bei den meisten Linux-Distributionen, da gibt es entsprechend dann ein Paket im Paketmanager. Unter Windows müsste das, glaube ich, über pip-install PySerial oder Serial funktionieren. Außer den Seriell-Funktionen braucht man noch ein paar Konfigurationsparameter. Die habe ich hier als Variablen gemacht. Einfach, dass man sie schnell ändern kann. Das ist einmal der Port, wo das Ganze angeschlossen ist. Ich bin jetzt hier auf einem Linux, das heißt slash dev slash tty acm 0, das ist das Gerät, unter dem sich dieser GPIB-Adapter gemeldet hat. Unter Windows müsste dann hier entsprechend zum Beispiel COM3 oder sowas stehen, geht natürlich auch. Die Baudrate, das ist die Geschwindigkeit, mit der das Gerät mit dem PC kommuniziert. Normalerweise könnt ihr hier die benutzen, das ist so die, ich glaube, die höchste virtuell emulierbare oder so, keine Ahnung. Ist jedenfalls ein Standardwert, der meistens funktioniert. Wenn es nicht klappt, kann man es auch tiefer stellen. Ich glaube, bei sowas wie Messergebnissen ist jetzt die Übertragungsgeschwindigkeit nicht ganz so kritisch. Last but not least habe ich noch ein Timeout definiert. Das ist, wie lange er auf Antworten wartet. Wofür das interessant sein kann, zeige ich euch gleich. 2,5 heißt hier 2,5 Sekunden. Wenn es länger dauert, dann bricht er entsprechend die Anfrage ab und macht im Programm weiter. Als nächstes müssen wir dann dafür sorgen, dass wir den seriellen Port auch benutzen. Das heißt, wir müssen ein Objekt erstellen, was diesen Port mit den ganzen Einstellungen ja, sozusagen darstellt. Das geht hier so über die Zeile hier. Wir sagen, wir wollen eine neue Variable mit dem Namen Serial oder nennen wir mal nur SER, weil sonst ist das verwirrend. Also Variable SER. Und darin machen wir einen Serial.Serial. Das ist ein bisschen nervig und Python-spezifisch. Serial heißt, aus welcher Library, aus welcher Funktionsecke soll das Ganze kommen. Das ist die Funktionsecke Serial, die wir auch importiert haben. Und das Objekt, was wir da drin benutzen wollen, das heißt auch Serial, allerdings mit großem S. Dieses große Serial ist also ein Teil von kleines Serial. Nicht fragen, ist halt so. Der nimmt Parameter. Der erste Parameter ist der Port, kommt von hier oben. Baudrate kommt von hier und Timeout kommt von hier. Wer andere Programmiersprachen gewöhnt ist, wird eventuell sehen, dass das hier ein bisschen anders aufgebaut ist. Zum einen, es gibt halt keine Semikolon am Schluss. Python macht das über Zeilenumbrüche oder über Einrückungen. Und was auch anders ist, beim Aufruf von Funktionen oder Objekten, beim Erstellen von Objekten, da kann man hier so den Namen angeben, wofür das steht. Das heißt, Baudrate müsste nicht zwingend der zweite Parameter sein. Wir können genauso gut Timeout und Baudrate hier tauschen. Das funktioniert dann noch genauso weiter, wenn man es richtig schreibt. Und stört erstmal nicht. So, das hier würde prinzipiell funktionieren, hat aber einen Nachteil. Wenn nämlich irgendein Fehler auftritt, dann ja, macht's Kaboom. Welcher Fehler könnte das sein? Naja, zum Beispiel, weil das Gerät fehlt, weil gerade das Ding ausgesteckt ist. Deswegen sollte man eigentlich meistens mit Exceptions und so arbeiten. Könnte zum Beispiel so aussehen. Wir haben das jetzt hier nochmal aufgeteilt. Die Zeile ist immer noch da, aber davor steht ein Try und das hier ist eingerückt. Und dieses Eingerückte heißt, das ist ein Teil von diesem Try.
Wir sagen ihm also, versuch bitte folgende Zeile auszuführen. Und dann sagen wir, wenn aber jetzt folgendes auftritt, eine Serial Exception, also eine Ausnahme mit dem seriellen Zeugs, dann mach stattdessen das hier statt weiter. Das heißt also, momentan würde er jetzt versuchen, den seriellen Port da vorzubereiten. Wenn es funktioniert, kein Problem, macht er hier unten weiter. Wenn es nicht funktioniert, dann zeigt er uns auf dem Bildschirm hier diese Meldung an, could not be opened. Und sysExit 1 heißt, er beendet das Programm. Und so haben wir sichergestellt, dass wir da ja, einen seriellen Port haben, der auch funktioniert, wenn wir hier in unseren Hauptcode reingehen. Serieller Port offen, wie geht's jetzt weiter? Na, jetzt müssen wir irgendwelche Befehle schicken. Und ich habe beim letzten Mal schon gesagt, mein Adapter, den ich hier habe, das ist zwar kein Original, aber die nutzen das Protokoll, was bei Prologix implementiert ist. Und da gibt es eine offizielle Anleitung zu diesem Original-Controller. Da stehen die ganzen Kommandos drin, die man benutzen kann. Ich werde mich jetzt hier hauptsächlich erstmal auf VR beschränken. Das ist also Version anzeigen. Welche Version hat der Adapter? Das wäre also das Erste, was wir machen wollen. Das können wir jetzt einfach hier drunter schreiben. Ja, es ist jetzt ein bisschen länger, wie wir sehen. Wir haben erstmal den Befehl hier mit dem SER. Das heißt, wir rufen jetzt irgendwas auf, was hier zugehört. Und zwar Reset Input Buffer. Das heißt, alles, was im Moment im Puffer ist, wird im Prinzip komplett gelöscht. Das heißt, wenn es vorher noch irgendeine Kommunikation gab, dann sollte die damit theoretisch weg sein. Dann machen wir wieder eine Variable, die heißt plus plus VER. Das ist dieser Befehl, den wir uns rausgesucht haben. Befehl hieß ja VER und in der Anleitung steht auch drin, plus plus gehört davor, wenn es ein Befehl für den Adapter ist. Und so kommen wir dann auf diesen Text. Als nächstes machen wir da ein ser.write. Das heißt, wir schreiben auf den seriellen Anschluss, den wir hier initialisiert haben. Und hier in den Klammern steht der Text, den wir schreiben wollen. Und der ist jetzt schon wieder ein bisschen anders. Das ist nämlich der Command von hier oben. Hinten dran aber ein Backslash n, das ist ein Zeilenumbruch oder ein Newline-Zeichen. Wenn wir das hier haben, das ist jetzt aber erstmal ein String und das funktioniert so nicht einfach mit seriell. Deswegen müssen wir noch sagen str.encode. Das heißt, wir wollen den String kodieren. In dem Fall hier müsste es wahrscheinlich dann ein ASCII-Zeichen sein. Und ASCII ist halt so der Standard, den man eigentlich überall nutzt, wenn man jetzt nicht mit Sonderzeichen rumhantiert. Im Prinzip haben wir also hier in der Zeile drei Befehle drin. Der erste Befehl ist, wir brauchen etwas, wo Command mit der Newline hinten dran ist. Das soll vereinigt werden in einen großen String. Der zweite Befehl ist, dieser String, den wir gerade gebaut haben, soll kodiert werden oder encoded werden in entsprechend ASCII. Und dieses ASCII, was wir jetzt haben, das wird auf der seriellen Schnittstelle gesendet. Nächste Zeile. Ganz normales Print. Wir geben also etwas auf dem Bildschirm aus und zwar hier die zwei Zeichen und Command nochmal. Das heißt plus plus wäre in dem Fall. Einfach so als visuelles Feedback, dass wir sehen, okay, das haben wir gerade gesendet. Die nächsten Zeilen, das ist dann die andere Richtung. Das heißt, wir lesen jetzt. Wir sagen erst, wir wollen in die Variable out bitte von der seriellen Schnittstelle readline haben. Wir wollen also eine Zeile lesen. Ja, wir wissen aus der Anleitung schon, wenn der uns was zurücksendet, ist das immer eine Zeile und dann kommt ein Zeilenumbruch. Und Readline ist da ganz praktisch in Python. Der liest so lange, bis das ein Zeilenumbruch kommt oder entsprechend, bis das ein Timeout läuft, weil keine Daten reinkommen. Die Daten sind jetzt wieder ASCII. Das funktioniert wieder nur so mäßig gut. Den wollen wir wieder in so einen Python-String umwandeln. Deswegen sagen wir hier, wir wollen das out decoden. Das geht hier so. Wir hätten es auch alles in eine Zeile schreiben können, aber hier so ist halt dann übersichtlicher. Das heißt, wir haben jetzt in out nicht mehr das ASCII drin, was wir zurückbekommen haben, sondern einen Python-String, also einen Text, mit dem wir auch weiterarbeiten können. Und das tun wir jetzt in der nächsten Zeile. Jetzt sagen wir nämlich hier, wir wollen von diesem Text, den wir jetzt haben, die Funktion Strip aufrufen. Strip ist dafür gut, der entfernt vorne und hinten an diesem Text Zeichen, die man nicht sehen kann. Zum Beispiel, wenn Leerzeichen davor oder dahinter ist, wird es wegfallen. Oder was hier relevant ist, wenn am Ende irgendwelche Steuerzeichen sind, dann schneidet er die auch ab. Die Sache ist nämlich, wir haben hier ja geschickt mit einem Backslash N, also einem Newline. Es gibt aber auch andere Systeme, wie zum Beispiel Windows. Windows benutzt am Ende einer Zeile nicht Newline, sondern Carriage Return und Newline, also zwei Steuerzeichen. Und ja, um das Ganze ein bisschen auszugleichen, je nachdem, was da gerade zurückkommt, benutzen wir einfach das Strip, sodass wir am Ende wirklich den Text haben.
ohne Zeichen davor oder dahinter, die nicht lesbar sind. Und diesen Text, den haben wir auch wieder hier in Out geschrieben. Wir überschreiben also immer die Variable. Den geben wir jetzt entsprechend aus und sagen fertig. Und das ist jetzt im Prinzip schon ein fertiger Code, um da etwas anzusprechen. Wir gehen hin, initialisieren die serielle Schnittstelle, senden den Befehl hin, dass er uns die Version zurückliefern soll, lesen die Antwort vom Gerät und geben sie dann aus. Das ist zwar jetzt erstmal nur mit dem GBIB-Adapter selber, aber das Konzept ist eigentlich richtig. Das können wir jetzt auch mal testen. Wenn wir jetzt hier mal hingehen und sagen Python und ich habe die Datei 001 genannt und drücken Enter, dann sehen wir das hier. Wir haben plus plus wer rausgesendet und die Antwort vom Gerät ist dieses Fenrir GPIB USB 1.0 ProLogix Version 6.0 kompatibel. Und dieser Text hier, der kommt wirklich von dem GPIB-Ding, denn ja, den haben wir ja nirgendwo in unserem Code drin. Das ist also wirklich das, was er hier gelesen hat. Also Kommunikation mit dem GPIB-Teil funktioniert schon mal und wir können jetzt natürlich nicht nur plus plus wer senden, sondern auch andere Sachen. Es ist aber eventuell ein bisschen nervig, deswegen machen wir mal was anderes. Und zwar packen wir jetzt hier unten diesen Bereich und machen da draußen eine Funktion. Das kann dann zum Beispiel so aussehen. Das ist nicht ideal, ich weiß, aber im Prinzip haben wir jetzt das Ganze verpackt. Und zwar, wir haben eine Funktion mit dem Namen Send Command uns gebaut. Der nimmt einen Befehl entgegen oder ein Argument, nämlich den Command, also den Befehl, den er senden soll. Und was wir jetzt hier noch angegeben haben, das ist optional, muss man nicht machen, ist allerdings ein bisschen einfacher für die Sprache. Ich habe ihm gesagt, Command ist ein String, also ein Text, und die Funktion gibt auch wieder einen Text zurück. So, mit dem Doppelpunkt starten wir und wir sehen jetzt, alles ist hier eingerückt. Das heißt, das, was eingerückt ist, gehört zu dieser Funktion. Und da ist im Prinzip derselbe Code drin, den wir eben auch hatten. Serielle Verbindung aufbauen, entsprechend den Puffer leeren, den Befehl senden, die Antwort holen und dann das Ganze hier return out. Das heißt, er gibt es jetzt zurück. Wohin gibt das zurück? Na, da, wo wir es aufrufen. Und eventuell habt ihr gesehen, hier steht kein Command mehr drin, der fest ist. Das heißt also, er sendet hier an der Stelle das, was wir mitgegeben haben. Das kommt von hier unten. Wir haben jetzt hier zum Beispiel gesagt, Out ist jetzt Send Command und dann der Text plus plus VER und danach geben wir es aus. Das heißt, die beiden Zeilen rufen jetzt hier den Kram auf. Das heißt für uns auch, wir können hier das im Prinzip abstrahieren, können das einfach uns wegdenken und können jetzt einfach uns jedes Mal, wenn wir einen Befehl machen wollen, sagen, okay, schick mal bitte den Befehl. Die Funktion kümmert sich um alles Nötige und wir müssen nicht wissen, was da drin steckt. Auch das können wir jetzt mal aufrufen und ich mache das jetzt extra mal in einem neuen Feld. Das ist die Python 002. Und tada, wir haben wieder eine Ausgabe und sie ist exakt dieselbe. Wenn wir hier links und rechts gucken, da hat sich im Prinzip nichts verändert, außer dass wir den Code jetzt deutlich besser recyceln können. Das haben wir dann in der nächsten hier. Wenn wir jetzt nämlich hier gucken, das ist im Prinzip genau dasselbe. Wir haben hier dieses Aufbauen und so, was wir uns wegdenken können. Nur, dass wir jetzt hier unten jedes Mal das aufrufen mit anderen Sachen. Wir machen erst wieder wer für die Version. Dann sagen wir ihm Mode 1. Das kann man sich in der Anleitung durchgucken. Mode 1 heißt in dem Fall, dass der GPIB hier als Master arbeiten soll. Dann sagen wir ihm, er soll bitte jedes Mal, wenn wir einen Befehl senden, automatisch auch von dem Messgerät die Antwort lesen. Und wir sagen ihm hier, die Adresse vom Messgerät, die sich ansprechen möchte, ist die 22. Darüber kann man, wenn man mehrere Messgeräte angeschlossen hat, auswählen welches. Und zuletzt sende ich hier ein Leerzeichen hin. Dieses Leerzeichen, da seht ihr schon, das hat kein Plus Plus davor. Das heißt, das versucht der Adapter jetzt ans Messgerät zu schicken und entsprechend dann die Antwort vom Messgerät herzulesen. Denn wir haben ihm ja gesagt, er soll bitte jedes Mal, wenn wir einen Befehl senden ans Messgerät, entsprechend auch die Antwort vom Messgerät gucken. Wenn wir das jetzt mal ausführen, dann sieht das Ganze hier so aus. Okay, Version hat er gemacht, jetzt Mode 1, Auto. Wieso hängt der da? Auf jeden Fall mal gucken, ne? Adresse und okay, irgendwas hat er getan. Gehen wir gerade noch mal durch. Er hat jetzt Mode 1 geschickt, da kam nichts zurück. Er hat Auto 1 geschickt, kam nichts zurück. Er hat Adresse 22 geschickt, kam nichts zurück. Dann hat er hier ein Leerzeichen geschickt, das können wir jetzt natürlich nicht sehen. Und aufs Leerzeichen kam das hier zurück. Und das ist im Prinzip das Messgerät, was jetzt hier mit seinem aktuellen Messwert geantwortet hat. In dem Fall hier in dieser Engineering Notation.
Kann man relativ einfach umrechnen, ist kein Problem. Ist im Prinzip einfach nur eine Kommazahl, die wir hier bekommen haben. So, jetzt haben wir aber schon gesehen, wir haben noch so ein paar Probleme, die nicht ganz so dolle sind. Das erste, was wirklich ein Problem ist, was wir auch gesehen haben, bei Mode 1, Auto 1 und Adress 22 hat er ja irgendwie gehangen. Wieso? Naja, ganz einfach. Das sind Befehle, die haben keine Antwort. Das heißt also, wenn wir Mode 1 hinschicken, weiß der Adapter, okay, ich bin jetzt Master, aber der antwortet nicht darauf. Wir sagen ihm aber ja hier in unserer Funktion, okay, nachdem wir das hier gesendet haben, warten wir auf die Antwort und zwar auf den Zeilenumbruch. Wenn aber das Gerät uns keine Antwort schickt, kommt auch kein Zeilenumbruch. Das heißt, der wartet hier so lange, bis dass der Timeout entsprechend durch ist und er sagt, okay, da kommt eh nichts mehr, ich breche das hier ab und mache leer weiter. Das heißt also, wir müssten hingehen und müssten unterscheiden zwischen Befehlen, die eine Antwort geben, wo wir entsprechende Antwort erwarten, und wir müssten sagen, okay, es gibt aber auch Befehle, die schicken wir einfach nur hin und machen direkt weiter, ohne überhaupt zu gucken, ist eine Antwort da oder nicht. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall eine Unterscheidung machen. Und was wir eventuell auch tun sollten, ist das hier eliminieren. Denn momentan gehen wir ja hin und machen jedes Mal, wenn wir einen Befehl senden, die serielle Schnittstelle initialisieren wir neu und senden bzw. empfangen hier. Dann springen wir aus der Funktion raus und in dem Moment ist der serielle Anschluss wieder weg. Das ist jetzt nur mäßig effizient, jedes Mal dieses Ding auf und zu zu machen. Besser wäre es, wenn wir wissen, wir haben hier ein Programm, was ständig mit der seriellen Schnittstelle kommuniziert, das hier zu holen, das irgendwo einmal zentral zu machen. Okay, wir bauen jetzt die serielle Schnittstelle auf und alles, was dahinter gesendet oder empfangen wird, läuft darüber, ohne die aber wieder zuzumachen. Und das ist natürlich effizienter. Mal kleines bildliches Beispiel. Das hier, das ist im Moment so das Äquivalent, als ob der, die das Vorgesetzte ins Büro von Sekretär oder Sekretärin reingeht und da sagt, schreib mal bitte folgenden Satz, dann wieder rausgeht und ein paar Sekunden später wieder reinkommt, schreib mal jetzt folgenden Satz. Und das wollen wir halt besser so haben. Wir gehen einmal in den Raum, rattern die Sätze runter, die wir alle haben wollen und dann am Schluss gehen wir erst raus. Ist halt ein bisschen weniger Laufarbeit und geht entsprechend schneller. Was ich da gebaut habe, das ist diese Datei, oder? Ja, ganz gebaut habe ich sie nicht, zugegeben. Ich habe hier auf Python im Projekt von PyVista ein bisschen Code gefunden von Daniel Stadelmann und Tobias Badatscha, müsste das sein. Die haben hier mal ein Beispielcode gemacht, wie man das mit Visa benutzen kann. Das ist ein, ja, was ich beim letzten Mal erklärt habe, ein relativ großer Stack, wenn man wirklich da größere Sachen machen möchte, Messgeräte vernetzen und so. Ist ein bisschen Overkill für mich, aber ich habe mich halt an deren Sachen hier ein bisschen inspirieren lassen, wie man das aufbauen kann. Bei mir sind jede Menge Änderungen drin, also es ist wirklich nur noch grob daran angelehnt, aber ja. Ich habe es als Vorlage benutzt, deswegen seien sie erwähnt. Das, was ich hier gemacht habe, ist eine sogenannte Klasse. Wenn wir das hier mal einklappen, sehen wir, sonst ist hier in der Datei nichts drin. Wir importieren lediglich, wie eben auch Serial, wir importieren OS, das sind ein paar Funktionen fürs Betriebssystem, und wir importieren etwas für Datum und Uhrzeit rausgeben zu können. Und alles andere ist hier in dieser Klasse. Eine Klasse ist im Prinzip ja, ähnlich wie eine Funktion, aber deutlich größer mit mehreren Sachen, die man damit machen kann. Die hat intern Variablen, die auch dauerhaft gültig sind. Haben wir eben auch schon benutzt, dieses Serial-Objekt, was wir genutzt haben hier. Das ist genau auch so eine entsprechende Klasse gewesen. Wir haben ja hier gesehen, wir haben das als SER bei uns im Code drin und rufen dann mehrere Sachen auf. Wir sagen, okay, reset mal was, schreib mal was, lies mal was. Und genau dasselbe ist dann hier diese Klasse hier. Wenn wir uns die hier mal aufmachen, dann sehen wir, die hat erstmal intern ein paar Sachen, die sie sich merkt. Zum Beispiel, wo ist mein serieller Anschluss? Soll ich irgendwie Debug-Meldungen ausgeben, also erweiterte Meldungen, um eine Fehlersuche zu erleichtern? Der Timeout wird da gespeichert. Und wir haben hier zum Beispiel die New Line, dass man die zentral ändern kann. Und der hat dann ein paar Sachen, die man damit machen kann. Erstmal Init, das ist das, was er automatisch macht, wenn wir das generieren. Der bittet dann darum, ihm irgendwie den Port zu geben, die Baudrate, Timeout und ob er Debug machen soll. Wobei nur Port hier wirklich benötigt wird. Wenn man die anderen nicht angibt, steht hier jeweils drin, was er benutzen soll, wenn nichts bekannt ist. Und im Prinzip macht er genau dasselbe, was wir eben gemacht haben. Er baut hier entsprechend die serielle Verbindung auf, guckt nach, ist alles okay.
Und jetzt geht er aber direkt hin beim Initialisieren schon und fragt hier mal, wie ist denn deine Version? Und guckt auch, ob das Gerät antwortet mit irgendwas mit Prologix drin. Einfach um sicher zu gehen. Yep, ich soll diesen Port benutzen. Ich habe jetzt geguckt, der Port ist auf und da ist auch ein Gerät, welches das Protokoll spricht, was ich jetzt eigentlich mit ihm sprechen will. Und genauso gibt es hier ein paar Sachen, die automatisch eingestellt werden. Wir haben eben ja schon gesehen, da hatten wir auch Mode 1. Hier mache ich es jetzt ein bisschen anders. Ich habe jetzt hier Auto 0, EOI 0, EOS 0, EOT Enable 0 und dieses Read TMO MS. Im Prinzip sind das alles hier auch das IFC. Befehle, die aus der Anleitung von dem Prologix sind. Prinzipiell ist es dasselbe, was wir hier auch gemacht haben. Der einzige Unterschied ist, dass ich hier bei diesen Befehlen nicht automatisch das Messgerät lese, sondern da, wenn aktiv nachfrage, okay, Messgerät, gib jetzt mal deine Werte mir rüber. Das, wie gesagt, wird gemacht, sobald wir sagen, okay, ich möchte ein Prologix-Gerät benutzen. Das also dazu. Und dann gibt es ein paar Befehle hier unten. Die sind relativ überschaubar, sind nur vier Stück dann. Wir haben einmal CMD-Write. Das ist grob ähnlich zu dem, was wir eben hatten. Wir senden hier entsprechend an das serielle Gerät einen Befehl, den wir hier mitgegeben haben, über den entsprechenden Funktionsaufruf. Einziger Unterschied ist, oder zwei Unterschiede. Nummer eins, wir lesen danach nicht. Das heißt, wir senden wirklich nur hin. Das ist also ideal für sowas wie dieses ADDR oder so, wo man keine Antwort erwartet. Und das Zweite ist, es gibt noch einen Zusatzparameter, nämlich die Adresse. Wenn die gesetzt ist, dann gibt er automatisch vorher diesen ADDR-Befehl mit der passenden Adresse raus. Den hatten wir hier ja auch benutzt. Das heißt, das hier wird dann automatisch gemacht, wenn wir das angeben. Ist ganz praktisch, wenn man mit einem Gerät da kommunizieren will. Das ist noch ein bisschen optimierungsbedürftig, weil das im Moment jedes Mal sendet, aber Schwamm drüber, funktioniert erstmal und nach draußen ändert sich da auch nichts, wenn ich da jetzt hier das To-Do mal abarbeite. So, wenn wir einen Befehl haben, wo wir einen Befehl senden, ohne zu lesen, dann haben wir natürlich auch einen mitlesen. Das ist dieser CMD-Poll. Ist im Prinzip genau dasselbe, was wir gerade hatten. Und hier sehen wir auch wieder die Befehle. Reset-Input-Buffer hatten wir eben ja auch. CMD-Write, er nutzt jetzt also hier oben das, um den Befehl einmal abzusenden. Gibt eventuell ein bisschen Sachen auf dem Bildschirm aus, je nachdem, was da wie wo gesetzt ist. Danach geht es ums Lesen. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, weil ich ja nicht dieses Automatiklesen benutze. Deswegen, je nachdem, wird dann ein Befehl gesendet. Okay, frag mal das Messgerät, der soll jetzt mal das vom letzten Kommando den Wert uns schicken. Und danach haben wir auch hier unser Decode-Strip, was wir auch im anderen Code hatten. Hier sind jetzt noch ein paar Änderungen drin. Und zwar gehen wir gerade mal durch. Adresse hatten wir schon gelernt. Das ist ohne Adresse angeben zu lassen automatisch. Read bestimmt einfach nur, ob er diesen Read-EOI-Befehl noch sendet oder nicht. Den brauchen wir, wenn wir mit dem Messgerät kommunizieren. Wenn wir aber sowas wie plus plus var senden, dann brauchen wir den nicht, weil das Gerät halt dieser Adapter immer antwortet. Müssen wir nicht aktiv nachfragen. Und Binary, damit können wir auswählen, ob wir wie eben das Ganze als Text zurückhaben wollen, was fast immer sinnvoll ist, oder alternativ das Ganze in binär zurückhaben wollen, wenn es beispielsweise keine Texte sind, die wir zurückbekommen, sondern irgendwelche Bitmasken. Wofür das gut ist, schauen wir uns dann später an. Die anderen Befehle, die es noch gibt, ist CMD Clear. Der sendet einfach nur plus plus CLR. Das ist ein Befehl für den GPIB-Bus. Selected Device Clear ist im Prinzip ein Reset für ein Gerät. Wenn wir jetzt hier sagen, okay, CMD Clear auf Adresse 22, würde er dem Gerät mit der Adresse 22 sagen, pass mal auf, mach mal einen kompletten Reset. Und so können wir dann die Geräte zurücksetzen. Und Escape CMD, das macht nichts mit dem GPIB-Bus. Das ist nur eine Hilfsfunktion. Hintergrund, wenn wir mit dem Gerät kommunizieren, dem Messgerät, müssen wir ja Daten hinsenden. Jetzt haben wir aber eventuell ja irgendwelche Befehle, wo auch ein Plus vorkommen kann. Wir haben eben ja gesehen, dass dieses Plus-Plus sagt ihm ja, dass er irgendwie das für den Adapter ist und nicht für das Messgerät. Und hier diese Funktion, die geht hin und sorgt dafür, dass wenn so Zeichen vorkommen, die der Adapter irgendwie interpretieren könnte, dass das escaped wird. Das heißt, wir sagen dem Adapter, pass mal auf, das Zeichen, was jetzt kommt, ist nicht für dich, das ist fürs Messgerät, schick das bitte weiter. Und ja, der hier macht genau das. Wir geben also einen Befehl rein
Und die Funktion gibt uns denselben Befehl wieder zurück, aber mit den nötigen Informationen und Zeichen, um dem Adapter zu sagen, das ist alles fürs Messgerät und nicht für dich. Was haben wir jetzt hiervon? Ehrlich gesagt, gar nichts. Weil das hier ist lediglich die entsprechende Klasse, um mit dem ProLogix-Gerät zu reden oder dem ProLogix-Nachbau. Der redet aber nicht mit unserem Messgerät. Jedenfalls nicht, solange wir damit nichts machen. Dafür habe ich eine separate Datei gebaut. Und die ist ein bisschen länger. Das sind mal eben irgendwie, ja, 880 Zeichen knapp. Ja. Glücklicherweise gibt es da in der Anleitung vom 34780A, dem Messgerät, was ich habe, wie schon angedroht, eine Sektion, wo die Programmierung erklärt ist. Und hier sind alle Befehle drin und was passieren kann. Hier sehen wir zum Beispiel, wenn wir ein F1 ans Gerät schicken, also die Zeichenfolge F1, dann geht er auf die DC-Volt-Funktion. Genauso F2 AC-Volt. Diese Befehle hier, die wir hier sehen, sind also sozusagen vorne die Tasten drücken, um zu wählen, was wir messen wollen. Genauso gibt es hier welche, um die Range einzustellen. Das heißt also, wollen wir zum Beispiel 30 Millivolt als Maximum messen, wollen wir 300 Volt als Maximum messen oder wollen wir hier Auto-Ranging einschalten, also automatisch die entsprechende Umschaltung machen für den Bereich, den wir messen. Und wir sehen hier eventuell auch schon, das ist ein bisschen komplizierter, weil zum Beispiel R1 sind 30 Volt AC oder 30 Volt DC oder 30 Ohm, aber es gibt kein Ampere. Ampere gibt es nur bei R0 oder R-1. Und genauso gibt es R3 aufwärts, das ist alles Ohm und nicht für Volt. Das heißt also, da muss man auch noch aufpassen, was haben wir überhaupt für eine Funktion, um rauszufinden, was gibt das hier. Und ja, sagen wir mal, das ganze Protokoll, was hier drin ist, in diesem Messgerät, das ist sehr darauf optimiert, dass es in dem Prozessor vom Messgerät gut umsetzen können und nicht darauf, dass es logisch sonderlich konsistent ist oder viel Sinn macht. Man kann es verstehen, auch vor allen Dingen wegen der guten Anleitung hier, aber ja, man muss da im Zweifelsfall zweimal lesen, was man denn da tut. Und im Prinzip, die Befehle, die wir haben, ist einmal hier die Funktion einstellen, die Range einstellen, wo wir messen. Dann die Anzahl der Digits auf dem Display, also wollen wir 3,5, 4,5 oder 5,5 Werte haben. Je weniger, desto schneller misst er, je höher, desto genauer. Wir können den Trigger einstellen, Auto Zero. Es gibt eine Möglichkeit, beliebigen Text auf dem Display anzeigen zu lassen, was natürlich ganz toll ist. Und dann gibt es hier noch ein paar H0, das sind so Home Commands, also im Prinzip so kleine Makros, so Prinzip äquivalent zu F1, T4, R-2, RA, Z1, N4. Im Prinzip einfach nur eine Abkürzung, wenn man das nicht ausschreiben will. Ansonsten gibt es noch den Binary-Status. Oha, Binary, wo könnte das wohl herkommen? Wenn wir das machen, dann bekommen wir auch Werte zurück. Da kommt es aber darauf an, wie die Bits da drin gesetzt werden, um festzustellen, was messen wir gerade, wie messen wir gerade. Und ja, entsprechend muss man das so ein bisschen auseinanderpflücken, wenn man dann wissen möchte, was das Ganze heißt. Gibt es sonst noch etwas? Ich glaube, da waren noch ein paar andere Statusregister hier. Wir können hier den Serial Poll Register zurücksetzen. Das ist im Prinzip sowas. Unter Mikrocontrollern würde man quasi Interrupt sagen oder Interrupt Mask. Damit können wir also ihm sagen, im Prinzip ist es eine Konfiguration oder ein Register, der damit zu tun hat, wie und wo wir vom Messgerät eine Info haben wollen, wenn was passiert. Es gibt ein Error-Register für Fehler, auch den kann man zurücksetzen. Diesen Interrupt Request Maske, also SRQ-Maske, kann man auch setzen. Und dann gibt es noch eine Funktion, die sagt lediglich, ob dieser Schalter gerade die vorderen oder die hinteren Messbuchsen benutzt. Macht im Prinzip keinen Sinn, weil das steht auch hier oben in diesem großen Bit-Ding drin. Aber es ist halt eine schöne, einfache Funktion, die dann entsprechend genutzt werden kann, um zu gucken, ob das Messgerät noch reagiert, ohne wirklich groß da was zu machen. Ansonsten sehen wir noch, es gibt noch ein Calibrate. Da steht dann nur noch, guck bitte ins Service Manual. Spoiler, im Service Manual steht noch eine Menge drin. Was nicht drin steht, sind ein paar Befehle, die es aber auch gibt. Glücklicherweise im EEV-Blog-Forum, da hat jemand das ein bisschen auseinandergenommen. Da gibt es noch einen W-Befehl und einen X-Befehl. Damit kann man das SRAM auslesen. Das ist das, wo die Kalibrierdaten drin sind.
Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, denn das heißt, diese SRAM, der über eine Batterie läuft, die hatte ich ja schon mal gezeigt, wie man die tauscht, kann ich jetzt jederzeit auslesen, mir auf meinen Rechner speichern und wieder zurückspeichern, wenn was nicht klappt. Das heißt also, wenn die Batterie mir irgendwann mal leer geht, ich habe hier noch ein Backup über die Kalibrierung. Ob die jetzt genau ist, steht mal woanders, aber ich habe zumindest eine Kalibrierung, die Pi mal Daumen in der richtigen Richtung ist. Und genau das ist, was in diesem Ding drin stand, als ich es jetzt ausgelesen habe. Und das ist wirklich ein Befehl, der kann so ein Messgerät im Zweifelsfall sehr gut retten. So, das sind jetzt eine Menge Befehle, also gehen wir mal kurz ganz grob durch, was ich hier gemacht habe. Das Ganze ist kommentiert, wer also lesen möchte, viel Spaß, ich halte euch nicht davon ab. Von den Sachen, die wir importieren unser Prologix, was wir eben gesehen haben. Wir importieren Data Class, das ist eine Funktion von Python. Schau mal gleich. Wir importieren Sleep, also eine Möglichkeit, unser Programm absichtlich anzuhalten. Ich hatte ein paar Sachen, wo ich mehrere hintereinander mache, wo es dann doch mal notwendig war, ein bisschen zu warten, weil das Messgerät dann doch nicht so schnell ist. Dafür ist das. Und irgendwo arbeite ich auch wieder mit Datum und Uhrzeit. Deswegen ist das mit dabei. So, ich werde nur mal grob drüber gehen. So ein Objekt, das hält hier zwei Sachen erstmal. Das ist einmal seine Adresse. Wo ist das Messgerät? Wir können also mehrere von den Klassen benutzen, wenn wir mit mehreren Messgeräten reden wollen. Und das Prologix-Objekt, wo dann drin steht, okay, serieller Port da, die Baudrate und so weiter und so weiter. Das hier sind ein paar Abkürzungen, wenn man Dinge wissen will. So, wenn ich ihm sagen möchte, du sollst bitte VDC messen, kann ich ihm sagen, mess mal VDC und muss mir nicht merken, dass das die Nummer 1 ist. Das ist im Prinzip hier nur eine Tabelle, um jederzeit zu wissen, welche Nummer ist denn was da. Einmal für die Funktion, was wir messen wollen, und einmal für die Trigger. Dann haben wir hier diese Data Class. Das ist unser Statusregister. Und hier sind die ganzen Sachen drin, die uns das Messgerät mitteilt, wenn wir ihm nach seinem Status fragen. Das heißt also zum einen hier zum Beispiel, welche Funktion ist gerade da? Also was messen wir? Messen wir DC Voltage? Messen wir AC Current? Das kriegen wir hier zurück. Wir kriegen zurück, welcher Messbereich eingestellt ist. Wir kriegen zurück, wie viele Digits gerade genutzt werden. Also die Genauigkeit. Wir kriegen zurück, ob wir den externen Trigger nutzen, ob der CalRAM an ist. Front oder hinten, haben wir ja eben schon gehört, ob es ein 50 Hz oder 60 Hz Gerät ist. Auto Zero, Auto Range, Internal Trigger. Dann die ganzen, ja, nennen wir es mal IRQ-Sachen. Das heißt also, ist da irgendwie was passiert mit einem Tastendruck? Hardware-Error dann nochmal genauer in diesen Error-Registern. Ist der Selbsttest fehlgeschlagen? Oder ist Selbsttest vom ADC? Was ist denn genau fehlgeschlagen? Solche Sachen kann man da zurückfragen. Und was ich auch noch speichere, ist Fetch, das ist unser Datetime. Ich merke mir quasi, wann ich das letzte Mal den Status abgefragt habe, sodass, wenn ich da reingucke, ich immer weiß, okay, wie alt ist denn das Zeug, was ich jetzt hier auswerte? Oder macht es eventuell Sinn, gerade nochmal nachzufragen? Vielleicht hat sich ja was geändert. Initialisieren ist ebenfalls einfach. Wir geben ihm mit, welche Adresse hast du. Wir können ihm entweder dann mitgeben, Port Baudrate Timeout. Ihr kennt es ja von dem anderen. Das gibt er einfach nur weiter in das Prologix. Alternativ können wir auch einen direkten fertiges Objekt dem mitgeben. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn man mit mehreren Geräten arbeitet. Und unser allseits beliebtes Debug kann man noch mit angeben. Der initialisiert einfach nur dieses Prologix-GPIW hier und merkt sich halt seine Adresse. Das war's. Mehr gibt's da nicht. Und dann haben wir ein paar Funktionen unten drin. Und ihr seht schon, wir sind irgendwie schon Zeile 200, also sehr viel Kommentare. GetMeasure schickt einfach nur ein Leerzeichen, um den aktuellen Messwert zu bekommen. Habt da eben ja schon gesehen. Praktisch an der Sache. Ich habe ihm gesagt, mach da draußen einen Float. Das heißt also, der gibt das auch direkt in einer Float-Weise zurück als Kommazahl. Nicht mehr Engineering Notation, ist für den einen oder anderen vielleicht besser zu lesen. Und im Zweifelsfall halt besser mit zu rechnen, wenn ihr das automatisieren wollt. Und dann gibt es im Prinzip für alles andere noch hier Werte. Wie viele Digits haben wir hier zum Beispiel? Und der gibt dann entsprechend das, was wir im Statusregister haben, hier einfach nur nochmal als Zahl umgewandelt zurück. Genauso GetFunction. Der gibt entsprechend das als Wort zurück, was wir da als Zahlen vorliegen haben. GetRange macht genau dasselbe. Und das ist jetzt ein Riesenbaum hier. Denn wenn wir hier mal auf die Range gucken, dann gibt es hier zum Beispiel, wenn Range 1 ist, dann sind das 30 Millivolt, wenn wir DC messen, 300 Millivolt, wenn wir AC messen, 30 Ohm, wenn wir Resistance messen, 300 Milliampere, wenn wir AC oder DC Strom messen.
Die sind also querbeet verteilt und daher gehe ich dann hier wirklich durch und gucke dann je nach Funktion, was ist das, und gebe das dann entweder als Zahl, also 0,03 für 30 Milli, oder als menschenlesbarer Wert hier 30 mV oder MA oder was auch immer weiter an den, der fragt. Und gerade solche Bäume, die machen da natürlich sehr schnell da Zeugs. Get Status ist Abfragen von dem Register, den wir gesehen haben. Da nutzen wir dann hier unser Binary. Und was der hier macht, ist im Prinzip die einzelnen Bits in den Datenpaketen, die wir bekommen haben, einzeln auswerten und in die entsprechenden Statusmeldungen hier reinsortieren, sodass wir dann nicht einfach nur eine Zahl haben, die wir zerlegen müssen jedes Mal, sondern direkt sagen können, okay, ich möchte wissen, ist ein ROM-Error aufgetreten? Und das ist oben diese Data Class, die wir gesehen haben, der sortiert das quasi da rein. Ansonsten hier nochmal dieses Get Front Rear. Und für mich ganz wichtig, Get Calibration. Da geht er wirklich hin und das ist Code von Steve1515, Fenugreek und Luke Mester, die entsprechend hier im EEV-Blog-Forum oder der hier hat eine komplette Windows-Programm geschrieben, um mit diesem Gerät zu kommunizieren. Und deren Code habe ich mir hier genommen und habe das hier so umgebaut, dass ich einfach sagen kann, okay, gib mir die Kalibrierung. Und er schreibt es dann in eine Datei rein, alles, was da geschrieben wird. Ich habe im Moment nichts, um die Kalibrierung danach wieder reinzuschreiben, aber ich habe das gute Gefühl, wenn mal was passiert, habe ich zumindest die Daten. Und dann kann ich da zumindest etwas machen. Und da sieht man dann, da werden jede Menge andere Funktionen aufgerufen. Gucken wir uns gleich noch weiter. Ansonsten, ja, im Prinzip alles, was man setzen oder lesen kann, gibt es was für Autorange. Der macht im Prinzip nichts anderes, als dann zu sagen, okay, Z und was haben wir gesendet? Ja oder nein? Allerdings, was der hier dann auch noch macht, ist danach, wenn wir es nicht abgeschaltet haben, einmal den Status auslesen und nachgucken, ist denn das Auto Zero, was ich jetzt gesetzt habe, wirklich das, was ich setzen wollte, oder ist irgendwas schiefgegangen? Das heißt, hier diese Funktionen machen neben dem Senden, was wir hier ja schon einfach so mal gemacht haben, jedes Mal auch noch eine Kontrolle, ist da alles mit dem Senden richtig gelaufen? Sind irgendwelche Fehler aufgetreten? Und ich habe es versucht, dann möglichst alles abzufangen, was da irgendwie schiefgehen kann. Und natürlich auch so schöne Sachen wie Set Display. Also wenn wir irgendwie Freitext auf dem Display anzeigen wollen, geht das natürlich hier auch. Hatte ich auch genutzt hier zum Beispiel, wenn wir nochmal hochgehen zu diesem Cat Calibration. Der schreibt jetzt hier zum Beispiel, während der liest, weil es länger dauert, Cal Read und dann 0,0% und er zählt dann hoch 10%, 20% und so weiter, bis er dann fertig ist, sodass man dann auf dem Display vom Gerät auch sieht, okay, der liest gerade irgendwie die Kalibrierung aus. Ist also kein Wunder, wenn das Ding gerade nicht sauber reagiert. Und ja, ich lasse das mal so stehen. Ihr könnt einfach unten in die Kommentare gucken, beziehungsweise in die Videobeschreibung. Da ist der Code komplett verlinkt und dann könnt ihr selber damit rumspielen. Wenn ihr so ein Gerät habt, natürlich benutzen. Ansonsten könnt ihr es auch euch gerne mal durchlesen. Vielleicht hilft es euch ja dabei zu verstehen, wie man sowas aufbauen kann, dass das möglichst modular ist, möglichst einfach wiederverwertet werden kann. Denn ehrlich gesagt, ich habe hier das auch mir großteils nur zusammenkopiert aus anderen Stellen oder aus den Anleitungen. Wenn wir das jetzt alles haben, dann wird es übersichtlich. Denn das hier ist die komplette Ansteuerung vom Gerät, wenn wir das jetzt wirklich benutzen wollen. Wir können jetzt hier sagen, okay, wir wollen bitte ein HP 3478A benutzen. Ich habe wieder ein Sleep hier implementiert, auch wenn ich den hier gar nicht benutze, wenn ich richtig sehe. Und im Prinzip gehen wir jetzt hier einfach durch und sagen, okay, initialisiere bitte mal das Gerät mit dem Port hier. Dann sagen wir, setz das Gerät zurück, zeig auf dem Display folgenden Text an, gib mal den Status, gib mal die Digits, gib die Funktion, gib die aktuelle Bereichseinstellung. Und natürlich können wir auch setzen, Set Function auf Ohm 2W, also 2 Draht Widerstandsmessung, internen Trigger einschalten, die Range auf 3 Megaohm stellen, Digits auf 3,5 stellen. Und ihr seht, das ist alles jeweils nur eine Zeile, womit wir dann das komplette Messgerät im Prinzip kontrollieren können. Genauso natürlich Measurement holen, zurück auf Auto Range, zurück auf 5 und ja. Last but not least habe ich dann noch hier drin, dass er mir jedes Mal die Calibration Data ausliest. Das ist im Prinzip nur so eine Datei. Und die Datei mag jetzt für uns nicht sonderlich lesbar sein, aber sie zu haben ist im Zweifelsfall eine gute Sache. Ja, und auch das können wir uns natürlich mal angucken hier. Demo PY. Und wir sehen jetzt hier, da wir Debug anhaben, jeden Befehl, den er hin und her sendet.
Hier, das ist jetzt zum Beispiel dieses Auslesen von den Kalibrierdaten, die sind binär. Hier hat er dann zwischendrin, ihr habt eventuell den Text gesehen, das Display umgestellt auf irgendwie hier zum Beispiel Lab, Cal Read, irgendwas Prozent. Ich kann nicht schnell genug gucken. Und halten wir mal an, 30% waren es gerade. Und ja, so können wir im Prinzip das Messgerät hier schon mal komplett über den Text steuern. Und das kann man natürlich dann beliebig in andere Programme einbauen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel meine kleine GUI gemacht, die zeigt den aktuellen Messwert, ist jetzt nichts angeschlossen, Floating, und er zeigt mir jetzt hier 3,5, 3,6 Mikrovolt DC, ist auf der 30 Millivolt Range eingestellt. Und ja, da kann man dann beliebig dann mit basteln. Oder hier was anderes, was ich nutze. Hier habe ich ebenfalls das einfach importiert. Habe zusätzlich noch den InfluxDB-Client, das ist so eine Time-Series-Database. Und was ich hier mache, ist im Prinzip zwei Messgeräte, die 21 und die 22, beide ansprechen. Und was der hier macht, ist jede Sekunde über einen Scheduler, heißt das dann, hier hingehen, den Status abfragen, den aktuellen Messwert abfragen. Und der baut sich dann hier in JSON zusammen, welches dann die verwendete Funktion, die Messgeräte-ID und Measurement und GetRange jeweils enthält. Dasselbe fürs zweite Messgerät. Und das Ganze wird hier an diesen InfluxDB übermittelt, an diese Datenbank. Und das kann man dann zum Beispiel hier mit Grafana auch visualisieren. Das hier ist jetzt einfach die Messwerte auf dem Diagramm gezeichnet von beiden Messgeräten. Wir sehen jetzt Gerät 21 und 22. Und was wir ja auch sehen, wir haben hier irgendwie so ein bisschen Abweichung. Was haben wir hier? Maximal 0,31 Mikrovolt, hier mal 0,4 Mikrovolt. Ich denke, das können wir durchaus sagen, dass das noch so weit in der Spezifikation ist für den Drift und so weiter. Vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, dass die Messgeräte halt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Also ich gehe davon aus, das ist großteils dann irgendwie Einflüsse wie zum Beispiel Temperatur oder vielleicht vom Stromnetz, dass da sich was getan hat. Und ihr seht ja hier, das ist jetzt seit dem 26., also ja, gut eine Woche, die ja das Ding jetzt hier läuft, die ganze Zeit Messwerte liefert, keine Abbrüche. Und ja, das ist natürlich eine sehr praktische Sache, wenn man da was hat, was über längere Zeiträume auch aufzeichnen kann. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir haben hier Spannungen, da könnte man zum Beispiel irgendwie die Entladekurven von einem Akku machen. Könnte natürlich das zweite Messgerät jetzt auch einfach auf Strom umschalten. Dann würde er halt hier auf Milliampere oder Mikroampere oder was auch immer gebraucht wird gehen. Und ja, dann könnte man noch Watt daraus rechnen, könnte den Stromverbrauch ausrechnen von irgendwelchen Schaltungen. Müsste man natürlich gucken, ey, das ist jetzt nur jede Sekunde. Wenn man da natürlich hochfrequente Sachen hat, müsste man ein bisschen mitteln und so. Aber es ist eine Menge möglich mit den Messgeräten. Und der Funktionsumfang ist natürlich deutlich größer, wenn man die hier so integrieren kann in Messabläufe, als wenn das Ding als Standalone-Gerät auf dem Ding steht. Ja, ansonsten, wie schon gesagt, das hier läuft jetzt seit einer Woche durch und das, obwohl es jetzt ein Python-Code ist, der mit Sicherheit nicht der schönste ist. Aber hey, offensichtlich GPIB und Code tun, was sie sollen.